Hallo an alle Zuschauer auf meinem Kanal. Ich bin Tsunami und das ist mein allererstes YouTube-Video heute. Hinter mir könnt ihr schon sehen, worum es heute gehen wird, nämlich um meine grünen Leguane. Ich würde die euch gern vorstellen. Tja, der Grund, warum ich das hier mache, ist, dass ich auf YouTube einige Leguan-Videos gefunden habe und die haben mich teilweise sehr erschreckt. Also Leute, die ihre Tiere mit Crackern füttern, ja, am Schwanz hochheben, durch die Wohnung laufen lassen, dass sie kein vernünftiges Terrarium haben. Ich habe auch eins gesehen, da hat eine Frau ihren Hund auf einen Leguan gehetzt. Und deswegen möchte ich heute diese Chance nutzen, um eine Art Lehrvideo zu machen für diejenigen, die planen, sich diese Tiere anzuschaffen, oder für diejenigen, die selbst schon welche haben und vielleicht ihre Haltung noch verbessern wollen. Ja, ich zeige euch erstmal unser Terrarium, unsere Tiere und ja, alles, was dazu gehört. Den Rest erkläre ich euch dann, wenn das Video läuft. Also, viel Spaß! Grüne Leguane sind Großechsen aus dem tropischen Mittel- und Südamerika und sie kommen auch in der Karibik vor. Das heißt also, sie mögen tropisches Klima, sehr warm und sehr feucht. Sie lieben Gewässer und sie leben eigentlich meistens auf Bäumen. Also Leguane sind wirklich bevorzugt Baumbewohner. Sie klettern unheimlich gern und sie klettern unheimlich gut. Deshalb muss man auch im Terrarium darauf achten, dass man ihnen möglichst viel Höhe zur Verfügung stellen kann. Im Terrarium brauchen Leguane jede Menge breite und lange Äste, auf denen sie liegen und auf denen sie klettern können. Ganz wichtig ist, dass die Äste eben nicht nur nach oben zeigen oder diagonal, sondern auch waagerecht, damit sich die Tiere auch mal ausruhen können. Wie ich ja schon gesagt hatte, sind grüne Leguane Großechsen und sie werden auch im Terrarium ziemlich groß. Die Männchen werden normalerweise größer als die Weibchen, und zwar so um die 160 bis 180 cm. Die Weibchen bleiben ein bisschen kleiner und bleiben so um die 140 bis 160 cm groß. Das kommt aber auch ganz auf die Haltung an. Also ein gut gehaltenes Tier kann durchaus diese wirklich großen Größen erreichen. Eines, was in einer schlechten Haltung aufwächst, kann auch wirklich sehr, sehr klein bleiben. Aber das ist natürlich äußerst ungesund für das Tier. Jetzt will ich euch natürlich noch unsere Tiere vorstellen. Das hier ist der Harald. Harald ist ein etwa 5 Jahre altes Leguan-Männchen und er ist ungefähr 110 cm lang, in kompletter Länge, also mit Schwanz, und wiegt ungefähr 1,5 Kilo. Ja, der ist ein bisschen kleiner als das Weibchen, weil er nicht von Anfang an die richtigen Bedingungen hatte im Terrarium. Und deshalb ist er eben ein bisschen unterentwickelt geblieben. Harald ist sehr agil und auch sehr neugierig und er ist auch ziemlich menschenbezogen. Dadurch, dass ich ihn so lange schon habe, hat er sich sehr an mich gewöhnt und er klettert auch auf mir herum, er lässt sich anfassen und ist zwar nicht zahm in diesem Sinne, aber er ist ziemlich zutraulich. Das ist unser Weibchen Greta. Greta ist auch 5 Jahre alt, 110 cm lang und ungefähr 2,5 Kilo schwer, also ein bisschen wuchtiger als unser Männchen. Greta ist vom Charakter her eher dominant und sie ist außerdem ziemlich verfressen und ziemlich faul. Also die meiste Zeit des Tages liegt sie in der Sonne herum, geht ab und zu mal baden und bewegt sich im Großen und Ganzen eigentlich nicht so viel. Menschen mag sie nur dann, wenn sie Futter dabei haben. Ansonsten geht sie uns eigentlich meistens aus dem Weg.
Grüne Leguane sind sehr soziale Tiere. Man sollte also immer darauf achten, dass sie in Gruppen gehalten werden. Hierbei muss man aber unbedingt dafür sorgen, dass es immer nur ein Männchen in der Gruppe gibt. Ein Männchen und beliebig viele Weibchen, je nachdem, wie groß das Terrarium ist natürlich. Ja, zwei Männchen in einem Terrarium, die geschlechtsreif sind, sind eine sehr schlechte Idee, denn diese Tiere tragen dann heftige Revierkämpfe miteinander aus und die können auch mal sehr blutig oder auch tödlich ausgehen. Und das will man ja sicherlich vermeiden. Leguane kommunizieren untereinander auch auf eine sehr interessante Art und Weise, nämlich über Kopfnicken und diverse Gebärden. Hier sehen wir, wie Harald und Greta miteinander kommunizieren, und zwar über das besagte Kopfnicken. Das kann ganz viele unterschiedliche Bedeutungen haben, von einem Identitätsnicken hin, das einfach bedeutet, hallo, hier bin ich, bis über eine Drohgebärde. Oder irgendetwas ganz anderes, zum Beispiel Balzverhalten. Ganz besonders häufig nicken die Männchen. Sie wollen sich eben immer vor den Weibchen profilieren und sie müssen natürlich auch auf ihr Revier aufpassen. In dieser Szene kann man ziemlich gut sehen, wie die Kommunikation zwischen den Leguanen richtig funktioniert. Man sieht, wie der Harald von unten angeklettert kommt und auf das gleiche Brett will, auf dem Greta liegt. Zuerst droht sie ihm mit dem Schwanz, also sie versucht nach ihm zu schlagen. Dann fühlt er sich aber anscheinend nicht beeindruckt genug. Dann fängt sie an, mit den Hinterbeinen nach ihm zu stoßen, also sie versucht ihn wegzutreten. Und als er dann immer noch nicht weggeht, geht sie selbst vom Brett runter und nickt ihn ganz verärgert an. Für die Terrariengröße gibt es eine Faustformel, die heißt 2 mal 2 mal 2 und damit sind Meter gemeint, also die Breite, die Tiefe und die Höhe des Terrariums sollten mindestens 2 Meter groß sein. In den meisten Foren im Internet und bei vielen erfahrenen Leguan-Haltern und Fachleuten wird empfohlen, dass man 250 x 150 x 250 cm nicht unterschreitet. Das ist die Mindestgröße für ein Leguan-Pärchen, also zwei Tiere. Und natürlich gilt auch hier, je größer, umso besser, denn je mehr Platz die Tiere haben, umso besser entwickeln sie sich auch. In so einem Leguan-Terrarium ist eine ganze Menge Technik verbaut. Hier sehen wir unsere Regenanlage. Das ist eine Pumpe, die an ein Regensystem angeschlossen ist. Und auf der anderen Seite sehen wir das 30 Liter Fass, das wir immer mit Wasser befüllen. In regelmäßigen Abständen wird das Terrarium dann automatisch beregnet. Das große Fass auf der rechten Seite fasst 60 Liter und enthält den Teichfilter. Wir brauchen für unseren Teich eine sehr, sehr starke Filterpumpe, weil die Leguane bevorzugt ihr Geschäft dort verrichten und das natürlich zu sehr großen Verschmutzungen führt. Der Teichfilter ist mit vielen Bakterien angereichert und muss eigentlich nur einmal im halben Jahr gewechselt werden. Unter unserem Teich haben wir die Terrariensteuerung installiert. Hier können wir über den Computer Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge simulieren, wir können Regen- und Trockenzeiten zuschalten und eben auch die Beregnungsanlage jeweils ein- und ausschalten. Und über das Internet können wir dann überwachen, ob im Terrarium alles in Ordnung ist. Unser Terrarium ist ungefähr 2,50 Meter breit, 1,50 Meter tief und 2,70 Meter hoch. Das heißt, wir haben die maximale Höhe ausgenutzt, um den Tieren möglichst viel Rückzugsmöglichkeiten zu geben. Neben der Größe ist natürlich auch die Wärme einer der wichtigsten Aspekte in der Leguan-Haltung.
Die Leguan-Terrarien werden immer von oben beheizt, das heißt immer durch Lampen. Hierbei muss man beachten, dass man drei unterschiedliche Arten von Lampen braucht. Für die Helligkeit benötigt man Metalldampflampen, für die UV-Versorgung benötigt man natürlich einen UV-Strahler und für die Wärmeversorgung benutzen wir große Wärmestrahler. Insgesamt beheizt man das Terrarium damit dann so, dass in den oberen Bereichen ungefähr 45 Grad herrschen und in den unteren Bereichen 25 Grad. Im großen mittleren Bereich haben wir dann 30 bis 35 Grad und eine relative Luftfeuchte von ungefähr 70 bis 80%. Bevor ich es vergesse, dieses Buch, ganz wichtig für alle Leguanhalter und die, die es noch werden wollen, Grüne Leguane von Mutschmann, Schad und Werning. Das ist sozusagen die Leguan-Bibel und das ist ein ganz neues Buch über grüne Leguane in allen möglichen Aspekten. Da geht es um die Biologie, um die Haltung und die Krankheiten und so weiter und es ist ganz aktuell. Und wer sich jetzt dafür entschieden hat, sich Leguane zuzulegen, dann denkt immer dran, kauft sie nicht im Zoohandel, sondern adoptiert einen. Es gibt so viele Abgabetiere, die auf einen neuen Halter warten. Grüne Leguane sind reine Pflanzenfresser. Genau genommen sind sie sogar Folivore, das heißt, sie sind Blattfresser. Man muss also bei der Ernährung dieser Tiere darauf achten, dass sie besonders viele grobfaserige Blätter bekommen. Im Sommer kann man die komplett auf der Wiese sammeln. Alle möglichen essbaren Wiesenkräuter kann man da verfüttern. Und im Winter kann man ganz viele verschiedene Salatsorten kaufen. Das Ganze wird dann noch mit Keimlingen aufgewertet, mit Gemüse und ganz selten auch mal mit Obst. Obst sollen sie allerdings nicht so viel bekommen, denn das ist ziemlich sauer und kann Probleme mit der Darmflora verursachen. Außerdem werden viele Tiere ziemlich schnell dick davon. Meistens reichen die Vitamine und Mineralstoffe in der Nahrung nicht aus, das heißt, wir müssen noch etwas dazugeben. Für grüne Leguane hat sich das Präparat Corvimin besonders bewährt. Und dazu gebe ich noch ein Calciumpräparat aus der Apotheke. Das zusätzliche Calcium ist notwendig, weil die Tiere im Terrarium kein natürliches Sonnenlicht bekommen und deswegen Knochenschäden davon tragen können. In Kombination mit Vitamin D3 kann man so eine Rachitis vorbeugen. Das heißt aber nicht, dass man im Leguan-Terrarium auf eine UV-Lampe verzichten kann. Die ist unbedingt notwendig. Das Futter für die Leguane sollte man in mundgerechte Stücke zerlegen, weil die Tiere zwar scharfe Zähne haben, mit denen sie Blätter abreißen können, aber sie kauen nicht, sondern sie schlingen nur. Und das sieht man auch an den Tischbeinen. Damit jedes Tier im Terrarium ausreichend Futter bekommt, ist es unbedingt notwendig, dass man pro Tier auch mindestens einen Futterplatz zur Verfügung stellt. Hier sieht man ganz deutlich, wie sehr unsere hungrige Greta sich wieder vordrängelt und Harald nicht an den Napf lässt. Deshalb bekommt er einfach den zweiten. Genauso wichtig ist es, dass die Tiere ausreichend Sonnenplätze zur Verfügung haben. Wir haben 3 Sonnenplätze für 2 Tiere und das ist ausreichend und es gibt nicht übermäßig Stress. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazu gelernt. Ich hoffe, es war nicht zu viel Information. Und ja, ihr könnt euch gerne melden. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr auch schreiben, ihr könnt Kommentare hinterlassen oder ihr könnt euch auch bei uns im Forum anmelden. Ich stelle den Link einfach in die Infobox. So, das war's. Bis zum nächsten Mal.